die Ernährungsberatung für die Praxis. Der Hintergrund ist der, dass wir immer wieder gesellschaftliche Probleme haben, diese Probleme von der Wissenschaft mit Studien bearbeitet werden und diese verschiedenen Studien zusammengeführt werden müssen, die Ergebnisse zusammengebracht werden müssen, damit sie schließlich übersetzt werden können für die Beratung, für die Praxis, damit die Erkenntnisse in das Alltagshandeln auch einfließen können. Zwei Themen, die wir heute aufgreifen, sind auch sehr brisante Themen, sehr wichtige Themen für uns. Einerseits Übergewicht und damit auch Abnehmen und das Klima und wie wir entsprechend handeln können. Das erste Thema, da wird Frau Franz uns die Frage beantworten, ob wir leichter abnehmen können, wenn die Kost weniger Kohlenhydrate, aber mehr Protein enthält. Frau Franz brauche ich eigentlich nicht vorzustellen. Ich werde trotzdem kurz ein paar Worte zu ihr sagen. Sie wird nämlich nächstes Jahr sozusagen volljährig, auf den UGB bezogen. Sie ist 17 Jahre wissenschaftliche Leiterin der UGB-Akademie und hat dort viele Bereiche, für die sie zuständig ist, unter anderem für die fachlichen Recherchen. Sie ist verantwortlich für die Organisation der Tagungen und vielen auch bekannt als Dozentin im Bereich Ernährung. Bitte schön, Wiebke, beantworte uns die Frage, wie das mit dem Abnehmen ist. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und dir, Ingrid, für die nette Einführung. Ich werde mir Mühe geben. Und gleich zum nächsten Vortrag überleiten. Frau Schäfer schon angekündigt sozusagen halbwegs. Allergieprävention mit Ernährung, alles ganz anders? Fragezeichen. Ist das nächste Thema. Und den Vortrag wird ebenfalls eine Hamburgerin halten. Die beiden Damen sind auch zusammengekommen. Frau Birgit Schäfer ist als ernährungswissenschaftliche Assistentin im Altonaer Kinderkrankenhaus tätig und betreut eben schwerpunktmäßig Säuglinge, Kinder und deren Eltern, vor allen Dingen eben Kinder mit Neurodermitis und Lebensmittelallergie. Ja, wir sind sehr gespannt. Ja, ich bedanke mich erstmal für die herzliche Begrüßung und ja, für mich ist das heute eine Premiere hier in diesem Haus und auch in Gießen. Und ich muss sagen, so mein erster Eindruck war von Gießen eigentlich ganz positiv. Ich war nicht im Liebig-Museum, das muss ich gleich dazu sagen. Aber wir haben gestern Abend zum Nett noch draußen gesessen. Und das haben wir sehr, sehr genossen. Besonders deswegen, weil es in Hamburg ein Riesengewitter mit Sturm und Starkregen gegeben hat. Also von daher fand ich das bis jetzt mein Aufenthalt sehr spannend, sehr schön. Und ich hoffe, so wird es auch bleiben. Ja, der Titel meines Vortrags ist mit einer Frage verbunden, Allergieprävention mit Ernährung, alles ganz anders. Da will ich gleich mal die... gleich mal die Antwort schon vorweggeben. Ja, es ist alles ganz anders. Ich möchte Ihnen heute die neuen, ganz brandaktuellen neuen auch Leitlinien, das Thema auch wieder hier, die Leitlinien, die S3-Leitlinien, die im März dieses Jahres verabschiedet worden sind, vorstellen. Leitlinien sind ja letzten Endes Empfehlungen, die aufgrund von ganz vielen Studien, die gesammelt worden sind und aber auch von Erfahrung. Es ist ja nicht so, und das kam mir so ein bisschen vorhin raus, dass man nur nach Studien geht, sondern es sind ja auch mit eingearbeitet Erfahrungen, die man mit solch einem Krankheitsbild hat. Diese S3-Leitlinien sind weltweit die einzigen, die sich auf der S3-Ebene befinden, die sich mit der Prävention befassen. Und ich denke, wir kommen nicht drum herum, die zur Kenntnis zu nehmen. Und ich muss jetzt schon vorwegnehmen, dass meine Beratung heute total anders aussieht als früher. Und ich jetzt auch dringend meine ganzen Beratungsunterlagen, meine Standards dringend auch verändern muss. Das schon mal vorweg gesagt.
Die Leitlinien sind umfassen also über, ich weiß nicht, 20 Seiten, über 20 Seiten. Damit wir heute noch fertig werden, habe ich mich da letzten Endes nur beschränkt auf die aktuellen Empfehlungen, was die Ernährung der Säuglinge anbetrifft im ersten Lebensjahr. Möchte erstmal darauf eingehen, wie sieht die Empfehlung auf bei allergiegefährdeten Säuglingen in den ersten Lebensmonaten, sprich solange sie gestillt werden, und wie sieht dann die Beikosteinführung aus? Wann soll die Beikosteinführung passieren? Ja, das sind so die Schwerpunkte, die ich mir heute vorgenommen habe, Ihnen zu erzählen. Grundsätzlich stellt sich natürlich immer die Frage, warum macht man jetzt so viel Aufwand, so viele Studien um das Thema Prävention, besonders auch um die frühzeitige Allergieprävention? Die ist wirklich deswegen so wichtig, weil auf der einen Seite die Allergien eine große Belastung für die Betroffenen und auch für die Familie bedeuten. Wenn wir uns angucken, sind da die chronischen Erkrankungen im Kindesalter die häufigsten. Und ich weiß nicht, wie weit Sie schon die Möglichkeit hatten, Familien zu betreuen mit betroffenen Kindern, die ja wirklich sehr auch in ihrer Entwicklung gestört sein können, sage ich mal so salopp. Das andere ist auch nicht zu leugnen, dass es eigentlich auch eine wirklich große, ernsthafte Belastung des Gesundheitssystems darstellt. Das heißt, es sind immense Kosten, die weltweit praktisch anfallen, jährlich zwischen 5 bis ungefähr 8, 10 Milliarden Euro. Das ist ja nicht von Pappe. Und es ist letztendlich so, dass die Prävention deswegen eine so große Bedeutung hat, weil es letztendlich keine kausalen Therapieansätze gibt. Das heißt also, die Prävention ist mit einer der, oder eigentlich, wenn man das so will, die einzige Möglichkeit, rechtzeitig eventuell eine Allergieentwicklung, eine Allergikerkarriere zu verhindern. Eindrücklich sind auch nochmal die Zahlen. Wenn man sich anguckt, wie viele Betroffene gibt es letzten Endes, die von dieser Erkrankung, dieser chronischen Erkrankung betroffen sind, so sind mehr als 40% der Bevölkerung atopisch. Das Asthma kommt bei den Kindern ungefähr in einer Häufigkeit von 10-15% vor. Insgesamt betrifft es ungefähr 100 bis 150 Millionen Menschen weltweit. Also ich denke, das sind schon gigantische Zahlen. Deswegen wollte ich die einfach mal hier vorstellen. Und es ist auch so, dass in allen Literaturstellen es zu lesen ist, dass die Prävalenz von Asthma und Allergien eigentlich immer noch zunimmt. Das heißt also, man erkennt hier schon, wie wichtig und brisant letzten Endes dieses Thema ist. Die alimentäre Prävention nach den Leitlinien bezieht sich letzten Endes auf die sogenannte primäre Prävention und auf die sekundäre Prävention. Die primäre Prävention versucht, recht früh einzugreifen, also recht früh im Entwicklungssystem des Säuglings, wo die Prägung letzten Endes des Immunsystems stattfindet. Ein zweiter Ansatz ist dann die sogenannte sekundäre Prävention, wo bereits sensibilisierte Patienten, die eventuell auch schon eine Neurodermitis entwickelt haben, wo man versucht, diese Patienten durch die sekundäre Präventionsmaßnahmen nahezu oder wenn es geht, überhaupt alle, also symptomfrei zu bekommen. Die Instrumente der Prävention sind einsetzen ganz früh, das hatte ich eben gerade schon gesagt, um eine sogenannte orale Toleranz zu entwickeln auf Nahrungsmittel. Die Hoffnung ist dann, dass man vermeidet dadurch die oder versucht auch zumindest zu reduzieren die GE-basierten Sensibilisierung auf Nahrungsmittel. Und dann auch recht frühzeitig versuchen, auch die atopischen allergischen Hautmanifestationen zu verhindern. Ja, wenn wir uns den Algorithmus angucken, der Leitlinien, so unterscheiden die in der Prävention zunächst mal da, wie ist die Disposition der Menschen. Habe ich jetzt ein vermehrtes Risiko, eine Allergie, eine Atopiekarriere einzuschlagen, ja oder nein? Auf der einen Seite.
habe ich niemanden in der Familie, der betroffen ist von Heuschnupfen, von Asthma, von Neurodermitis. Dann spreche ich von einer Nicht-Risikoperson, also keine Risikoperson. Die Empfehlungen hier sind die falsche Taste. Nee. So. Das heißt, die Empfehlung ausschließlich stillen in den ersten 4 Monaten. Ich komme da gleich nochmal drauf näher. Falls die Mutter nicht ausreichend Muttermilch hat oder nicht stillen möchte, sind die Empfehlungen dann, sogenannte normale, auf dem Markt befindliche Säuglingsmilchen zu verwenden. Habe ich jetzt auf der anderen Seite eine Risikoperson, das heißt, Sie haben in der Familie ein Elternteil oder ein Geschwister, der unter diesen Symptomen Heuschnupfen, Asthma oder Neurodermitis leiden, dann sind auch die Empfehlungen hier ausschließlich stillen in den ersten 4 Lebensmonaten. Falls das nicht möglich ist, nicht wie bei den anderen die normalen Säuglingsmilchen zu benutzen, sondern partielle Hydrolysate. Entweder HA partiell oder extensiv hydrolysiert, nicht sojabasiert. Komme ich gleich nochmal näher drauf. Ich denke, dass Stillen die Prävention erster Wahl ist, das muss ich gar nicht weiter groß ausführen. Das liest man in sämtlichen Empfehlungen immer wieder. Das heißt, das Stillen hat letzten Endes eine wichtige Bedeutung, zunächst mal für die reguläre immunologische Entwicklung des Säuglings. Bedeutet aber auch, es ist wichtig, dass die Mutter sich wirklich optimal ernährt. Wir hatten gestern schon in einem Vortrag das Thema gehabt, wie sieht das aus mit der Nährstoffversorgung von Schwangeren und auch Stillenden. Wirklich wichtig hier wirklich zu sehen, auch darauf zu achten, dass die Mutter alles isst, was für sie gut ist und was sie verträgt. Und das gilt auch besonders, wenn man sich den Restallergengehalt dann letztendlich der Muttermilch anguckt. Der Restallergengehalt setzt sich ja daraus zusammen, aus den Lebensmitteln, die die Mutter isst. Das heißt, wenn die Mutter bestimmte Lebensmittel, also Ei zum Beispiel, isst, dann hat die Muttermilch ein Restallergen von dem Hühnerei enthalten und gibt dieses Restallergen dem Säugling weiter, was dann letzten Endes zu einer Toleranzentwicklung beitragen kann. Komme ich aber auch gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Das heißt, die Empfehlungen sind die, dass die dietetischen Restriktionen nicht relevant sind. Das heißt, es darf keine Restriktionen geben aufgrund dieser neuen Leitlinien während Schwangerschaft und Stillzeit. Diese Empfehlung letzten Endes hat die Evidenzklasse A, das heißt also eine sehr, sehr hohe Aussagekraft. Auch das darf man, denke ich, nicht einfach zur Seite schieben. Es ist nach den neuen Leitlinien so, die Empfehlung, keine dietetische Restriktion bei den Stillenden und auch bei der Schwangerschaft. Bei allen. Natürlich, wenn die Mutter ein bestimmtes Lebensmittel nicht verträgt, dann kann sie dieses Lebensmittel auch nicht essen. Aber ansonsten ist alles freigegeben. Ja, besonders spannend finde ich persönlich auch nochmal die ganze Geschichte mit dem Fisch. Da ist es letzten Endes so, dass es viele Studien gibt, die sich damit beschäftigen, soll die schwangere Mutter nun Fisch essen, ja oder nein. Zu Anfang hatte ich kalte Füße gekriegt und gedacht, oh Gott, das so einfach freizugeben, ich weiß nicht, ist das denn so richtig? Wenn wir uns die Studienlage angucken, ist es wirklich so, dass der Fisch sogar noch einen protektiven Effekt hat, was letzten Endes die Entwicklung der atopischen Erkrankung bei Kindern anbetrifft. Wir hatten gestern auch schon angesprochen oder kamen so die Omega-3-Fettsäuren, die ja wirklich auch im Hinblick der Atopieentwicklung sich günstig auswirken, die entzündungshemmende Eigenschaften haben, die durch den Fisch, der ja auch eine relativ große Menge an Jod enthält, also auch wichtig. Wir haben gesehen gestern, Jod kann schon zu Mangelsituationen führen. Wichtig, dass die Mutter auch dann dementsprechend Lebensmittel zuführt, die auch Jod enthalten. Und wenn wir jetzt wissen aufgrund der Studienlage, Fisch macht nichts, sondern im Gegenteil, Fisch ist gut, dann sollten wir auch unsere Beratung in dieser Richtung auslegen. Kurz eingehen wollte ich nochmal auf die Hydrolysatnahrung, weil ich finde, das ist auch nochmal so eine heikle Geschichte. Also ich persönlich hatte ganz früher in den Anfangsphasen immer ganz viele Probleme. Ja, welche HA-Nahrung empfehle ich denn jetzt? Es stand dann immer HA-Nahrung.
mehr stand dann aber nicht. Und ich hatte dann bei vielen Müttern die Frage, ja, welche nehme ich jetzt, eine Extensivhydrolysat oder nehme ich ein partielles Hydrolysat? Jetzt bin ich schlauer. Das heißt also grundsätzlich, wenn die Mutter nicht stillen kann oder nicht ausreichend stillt, sind die Empfehlungen, partiell oder Extensivhydrolysate zu geben, bis zum vollendeten vierten Lebensmonat. Das ist auch letztendlich neu, dass man sich festgelegt hat, stillen oder Säuglingsmilchen bis zum Ende des vierten Lebensmonats. Früher war es immer so, ja, vierte oder sechster, oder das war immer so eine Zeitspanne, wo man jetzt letztendlich nicht genau sagen konnte, ist das sinnvoll, wirklich nur 4 Monate oder sinnvoller 6 Monate zu stillen. Nach den heutigen Erkenntnissen und den Erkenntnissen der Studienlage ist es eindeutig so, Sinn macht es wirklich nur bis zum 4., nicht bis zum 6. Denn es scheint, und wir kommen da nachher noch mal ein bisschen vielleicht näher darauf zu sprechen, es scheint zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat ganz viel zu passieren, wo es Sinn macht, da wirklich auch feste Nahrungsmittel zuzuführen dem Kind. Wie gesagt, PHF, EHNF-Nahrung haben grundsätzlich unterschiedliche Ansätze in der Allergieprävention. Die partiellen Hydrolysate sollen eine Prävention durch die Induktion einer oralen Toleranzentwicklung machen, ähnlich wie bei der Muttermilch ja auch. Ich hatte gesagt, die Restallergene führen dazu, dass eine Toleranz sich ausbilden kann, und die Extensivhydrolysate nahezu einen vollständigen Schutz bieten. Wird vielleicht noch deutlich an der jetzigen Folie. Wir haben die HA-Nahrung einmal unterschieden. Ich bin schon wieder auf der falschen Seite. PHF, also die partiellen Hydrolysate, die nicht allergenfrei sind, sondern reduziert, die letzten Endes zu einem Training des Immunsystems führen und so zu einer Induktion einer oralen Toleranz entwickeln. Das ist letzten Endes der Sinn der PHF-Nahrung. Die EHF-Nahrung, die nahezu antigenfrei sind, schonen das Immunsystem, also es passiert da nichts, oder die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist gering, weil ich da eben keine Allergene reingebe. Es gibt eben nicht zu einer Immunreaktion. Und der Sinn eigentlich von beiden, oder der Versuch, Schutz vor Sensibilisierung und Schutz vor allergischen Erkrankungen. Letztendlich, wenn man sich das anguckt, ist für mich, für die Ernährungsberatung in der Allergieprävention, denke, diese Nahrungen sind diejenigen, die wir empfehlen sollen bei einer Prävention. Und dies sind die Nahrungen, die wir nicht zu einer Prävention empfehlen sollten, denn diese Nahrungen sind letzten Endes nicht dazu geeignet, eine Toleranzentwicklung zu machen. Grundsätzlich ist es so, auch da, wenn man in der Literatur liest und auch durch die Studienlage sich kämpft, dass eben partielle und extensive Hydrolysatnahrung beide in der Regel zu einer 50-prozentigen Abnahme erster klinischen Manifestationen führen. Nicht nur in dem ersten Lebensjahr, sondern auch noch weiter darüber hinaus, auch noch andauert in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Das hat man ziemlich gut gesehen an der Gini-Studie, die man jetzt im Nachhinein das zweite Resümee gezogen hat. Die stärksten Effekte waren hinsichtlich von Nahrungsallergien und Hautmanifestationen zu sehen, nicht unbedingt auf das Asthma zurückzuführen. Was die Gini-Studie uns weiterhin gezeigt hat, ist, dass die Effekte unabhängig von der Stärke des Hydrolysierungsgrades sind. Ganz zu Anfang hat man ja gedacht, naja, je kleiner ich das Eiweiß mache, desto eher bin ich auf der sicheren Seite, was so die Allergie, die Sensibilisierung auf Allergien betrifft. Das kann man heute so nicht mehr sagen, also die Infekte unabhängig des Hydrolysierungsgrades. Wie der Hydrolysierungsgrad eigentlich sein sollte, kann man letztendlich nicht so eindeutig beantworten. Deswegen ist es wichtig, dass zur besseren Einschätzung damit die Nahrung besser eingeschätzt werden können, ob sie für eine Allergieprävention geeignet sind oder nicht, sollte dieser Effekt durch Studien nachgewiesen sein.
Ich habe ganz kurz Ihnen nur als Übersicht aufgeführt die gängigen Produkte, die auf dem Markt sind, von den einzelnen Firmen. Alle sind auf Molkenhydrolysatbasis. Wir, das Melupa, das die Prä-HA-Nahrung kennt, der weiß vielleicht, dass früher die von Melupa eine Extensivhydrolysat-Nahrung auf dem Markt hatte. Die hat sie jetzt verändert und hat jetzt ein partielles Hydrolysat auf den Markt gebracht. Ich denke, das war die Reaktion auf die Gini-Studie. Also Veränderung, die Firmen ziehen langsam nach. Ganz kurz nochmal zu den extensiven Hydrolysatnahrungen, die wohl sowohl zur Prävention als auch zur Therapie eingesetzt werden können. Ich denke, für mich sind die Maßgaben, ich setze eine EHF-Nahrung primär nur zur Therapie ein. Und je nach Formula werden diese EHF-Nahrung auch zum Teil konzipiert für gastrointestinale Störungen. Das wären zum Beispiel das Alpharet, kennen Sie wahrscheinlich, und das neue, das Aptamil-Pregomin von der Firma Melupa. Ich habe deswegen noch auch ganz kurz die verfügbaren extensiven Hydrolysat-Nahrungen aufgeführt. Relativ neu ist das Altera von der Firma Nestlé. Ganz neu, deswegen eigentlich diese Folie, ist das, sind die Präparate von der Firma Melupa, die relativ neu auf dem Markt sind. Sie wissen vielleicht, dass das Pregomin früher basiert war auf Soja und auf Schweinekollagen. Auch die haben jetzt reagiert auf die Studien und haben als Hydrolysat jetzt ein Molkenhydrolysat verwendet. Als Abschluss, dann höre ich auch auf mit den ganzen Nahrungen, noch die verfügbaren Aminosäurenmischungen. Auf der einen Seite auch das Pregomin AS von der Firma Melupa. Neu ist oder verändert hat sich von der Firma SAS das Neocate. Ganz früher gab es nur das Neocate, dann gab es das Neocate und das Neocate Advanced. Heute auf dem Markt befindlich sind einmal das Neocate Infant für die Säuglinge, dann das Neocate Active für die ab Einjährigen und das habe ich hier aber nicht mit aufgeführt, dann gibt es noch für die älteren Kinder das Junior. Reagiert haben diese Firmen oder hat diese Firma auf die auf den Kalziumgehalt der Nahrung. Früher war das Neocate grundsätzlich nur mit ungefähr 48 Milligramm dosiert. Heute ist das Neocate Aktiv deutlich höher im Kalziumgehalt. Ja, letztendlich, was die HA-Nahrung betrifft, sind wir schon, finde ich, in einem Dilemma. Auf der einen Seite sagen wir, HA-Nahrung sind wichtig für die Prävention. Ich denke, aus dem heutigen, zum heutigen Zeitpunkt können wir nicht einschätzen, welche Nahrung letztendlich wirklich geeignet ist. Da und wenn man so auf den Markt guckt, wirklich eigentlich keine Nahrung, wenn man das eng sieht, in Studien, in klinischen Studien bewiesen haben, dass sie wirklich zu, ich glaube, 95% keine Allergien machen. So dass es für die Beratung letztendlich wirklich schwierig ist zu entscheiden, welche Nahrung empfehle ich denn jetzt? Ist es Beba, ist es Alete, ist es Melupa? Das denke ich und ich hoffe, dass wir im Laufe der Zeit wirklich diese Studien auch nachkommen, dass wir dann auch da eine sichere Nahrung für die Prävention empfehlen können. Ganz kurz zu den Sojanahrungen, da ist es letztendlich so, dass Studien nachgewiesen haben, dass Soja keinen präventiven Effekt hat auf die Allergieentwicklung, deswegen von der Allergieseite nicht empfohlen sind, aber auch von der Ernährungskommission nicht empfohlen sind oder werden und das nicht wegen der Allergieprävention, sondern auch, weil sie Nachteile oder weil Nachteile nicht auszuschließen sind, was den Gehalt an Phytaten anbetrifft, an Aluminien und an Phytoöstrogenen. Also von daher keine Empfehlung von sojabasierten Milchen unter dem ersten Lebensjahr. Ja, gucken wir uns das Schema nochmal wieder an von eben. Da ist es so,
auf der einen Seite, wir haben keine Risiko, ganz klar, wenn die Mutter nicht stillt, normale Säuglingsmilchnahrung. Und die Empfehlung, Beikost nicht vor Ende des vierten Lebensmonats. Auch das hatte ich, auch hier die Empfehlung, keine allgemeine restriktive Diät für die Mutter, während sie stillt. Gucken wir uns die andere Seite an. Handelt es sich um eine Risikoperson, das ausschließliche Stillen wieder, das, über die Hydrolysatnahrung habe ich gesprochen. Auch hier gilt, keine Beikost vor dem Ende des vierten Lebensmonats und auch ganz wichtig, keine restriktive Diät für Mutter und Kind. Die Frage, die ich auch ganz häufig bekomme, ist, ist frühe Beikosteinführung sinnvoll? Das heißt also, die Antwort ganz kurz, sie ist nicht sinnvoll, auf der einen Seite grundsätzlich nicht sinnvoll, weil vor dem vierten Lebensmonat die Entwicklungsphase der Kinder einfach noch nicht abgeschlossen ist, sie motorisch noch gar nicht in der Lage sind, feste Nahrung zu essen und auch die Beikost in dem frühen Alter, also vor dem vierten Lebensmonat, ein erhöhtes Risiko birgen kann, aufgrund der hohen Potenzbelastung eine Nahrungsmittelallergie zu entwickeln und auch eine vermehrte Ausbildung von Ekzemen möglich sind. Von daher die Empfehlungen, das hatte ich vorhin auch schon angedeutet, keine Präventiv, also keine Diäten aus Präventivgründen bei den Müttern im ersten Lebensjahr. Das hat immerhin die Evidenzklasse B als Empfehlung. Und die Ernährung nach dem ersten Lebensjahr, eine allgemeine Diät zur Prävention, kann nicht empfohlen werden. Nochmal ganz kurz zum Fisch. Auch hier ist es so, dass bei der Beikosteinführung der Fisch mit reingehört. Der Fisch auch schon aus den Gründen der Omega-3-Fettsäuren, der Jodzufuhr. Es gibt keine Studien, die nachweisen, dass eine Einführung von Fisch letzten Endes nachteilig sich auswirkt auf Allergien und auf die Atopie, also auf die Neurodermitis. Die andere Frage ganz kurz, weil auch die immer wieder gestellt wird, wie ist das denn jetzt mit dem Gluten? Soll ich das ganze erste Jahr vermeiden? Soll ich es geben? Wenn ja, dann wann und wie? So ist es in Studien belegt, wenn ich zu früh Gluten einführe, das heißt also vor dem dritten Lebensmonat, ist letzten Endes die Rate von Inselzellantikörpern erhöht. Frage, macht das irgendwie mit Diabetes was? Ganz eindeutig ist die Zöliakie-Manifestation aber um das Fünffache erhöht. Das heißt, zu früh schlecht, zu spät aber auch schlecht. Das heißt also, es scheint ein Zeitfenster zu geben zwischen dem fünften bis siebten Lebensmonat, wo es günstig ist, Gluten zu geben. Und da sollte es auch gegeben werden, am besten eben noch unter Muttermilchgabe. Das heißt, gebe ich das Gluten deutlich später, ist das wieder mit einer erhöhten Risikorate für Zöliakie verbunden. Sodass die Beikostempfehlung auch bei den Risikokindern so aussieht, die Variabilität und die, der Zeitpunkt nach Empfehlungen des FKEs zu machen. Das heißt, ein bis zwei Gemüsesorten, Karotte, Blumenkohl, Kartoffeln, Fleisch, Geflügel, Rind oder Lamm als Beispiel, Obstsorten und Getreide, als Getreide hier zum Beispiel das Grieß, wenn es geht, aus Vollkorn und aber auch ganz wichtig die Vollmilch. Die Vollmilch deswegen so wichtig, wir wissen nicht oder die Studien sagen alle im Moment, Vollmilch macht nichts mit einer Allergieentwicklung, sondern im Gegenteil, Vollmilch hat besonders viel Kalzium. Im zweiten Lebenshalbjahr nimmt der Kalziumbedarf deutlich zu und wir schaffen es sonst nicht, ausreichend Kalzium zuzuführen. Also von daher eindeutig Vollmilch ja. Das Empfehlung ganz kurz nochmal zu den Probiotika-Gaben. Die Datenlage ist im Moment sehr, sehr unübersichtlich. Es gibt Daten, es gibt Studien, die sagen, Probiotika machen was, die machen eine Prävention, die machen sogar eine Verbesserung der Atopien.
und der Neurodermitis. Genauso gut gibt es aber auch viele Studien, die das nicht belegen konnten, sodass es keine Empfehlungen gibt in den Leitlinien zu den Probiotikas. Diesen Algorithmus finden Sie in ähnlicher Weise auch in den Zusammenfassungen. Ich würde aber gucken, dass Sie da nochmal eventuell Verbesserungen vornehmen, denn was ich nicht mit reingebracht habe, ist Schwangerschaft, den Fisch in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Und ich glaube auch, da steht ganz zum Schluss, was auch neu in den Leitlinien drin ist, Vermeidung von Übergewicht. Steht? Gut. Nur der Fisch steht nicht. Alles klar. Dann würde ich den bitte noch dazu fügen. Ganz wichtig. So, das letzte Endes unterm Strich die Aussage ist, wodurch unterscheiden sich im Ernährungsbereich Risikokinder von Nicht-Risikokindern? Eigentlich nur zu sagen ist, sie unterscheiden sich in den ersten 4 Monaten in der Nahrungszufuhr nur dann, wenn die Mutter nicht stillen kann, nämlich in der Art der Säuglingsmilchen, die ich dann gebe. Sonst nicht. Ja, zusammenfassend, die genannten Präventionsmaßnahmen können keinen 100-prozentigen Schutz geben. Es bleibt natürlich immer ein Risiko, das ist klar. Aber es ist so, dass diese Präventionsempfehlungen die Allergiebelastung deutlich reduzieren und den Kindern auch eine große Chance geben, allergenfrei aufzuwachsen. Darüber hinaus wirklich keine unsinnigen Diäten, wirklich ganz, ganz wichtig. Geben Sie den Kindern das, was sie brauchen. Die Fehlernährung, die Essstörungen sind nicht zu unterschätzen, die man sich einhandelt, wenn man zu spät anfängt, aus Sorge Beikost einzuführen. Sehe ich eigentlich recht häufig bei mir in der Beratung. Also das Zauberwort letzten Endes heißt Toleranzinduktion statt Vermeidung. Ganz zum Schluss, aber wirklich ganz zum Schluss noch eine Vorankündigung von einem Buch, was im September auf den Markt kommt. Ja, auf den Inhalt bin ich schon sehr gespannt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.